Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge was haben wir in der letzten Folge überhaupt gemacht? Moment, lass mich kurz überlegen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mein Stuhl ein Stückchen runter mache und ein bisschen näher ans Mikrofon muss. So, ich glaube, jetzt sieht das ganz gut aus. Okay, ich habe in der letzten Folge ja versprochen, dass wir uns in dieser Folge damit beschäftigen werden, die restlichen Gebäude bzw. Geschäfte zu reparieren. Das hatte ich ja das letzte Mal gesagt gehabt. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt auch. Wir befinden uns ja im Moment in Folge 50 und ich dachte mir, da kann man mal so ein bisschen was Spezielles machen. Nimmt der auch auf? Ich hoffe es. Ich bin mir noch nicht so sicher. Das ist die erste Aufnahme, die ich jetzt mache, nachdem ich Windows 8 installiert habe. Ich habe mir ein neues Windows gegönnt. Ich hatte vorher nämlich nur Windows 7 Home gehabt. Und das konnte diese 32 GB Arbeitsspeicher, die ich in meinem neuen Computer habe, nicht fressen. Sondern nur 16. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich mir Windows 7 Professional für den gleichen Preis hole, was Windows 8 Professional kostet, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du halt mal Windows 8. Ich finde es nicht so schlecht, wie alle sagen, aber ich finde es jetzt auch nicht super toll, zumal diese Metro-Oberfläche A total ungewohnt ist und B halt mehr Klicks erfordert, bis man halt zu seinem Ziel kommt. So. So viel zum Thema Windows 8 und jetzt widmen wir uns der Aktualität des Tages. Wir müssen mal an eine Schnellreisestation. Wo haben wir denn hier mal eine? Ich bin jetzt in meinem Quatschrausch von einer weggelaufen. Oder vor einer weggelaufen, nein. ich glaube, es ist näher, wenn wir hierhin zurücklaufen, oder? I think so. Rennen wir gerade mal schnell hin, ist ja nicht so weit. Ein paar Meter, das passt schon. So. Oh. Ja. So viel zu dem Thema. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Hier hoch und... Hallo. Hier ist das Gerät. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gehen. Kann man hier denn filtern, dass uns die Karte nur die, die Sachen anzeigt, Anzeige einstellen. So, sekundäre Erinnerung, Ökonomie, Rom, Bekanntheitsgrad, strategische Markierungen. Nee, das wollte ich alles gar nicht. Was ist denn Ökonomie? Ah ja, okay, warte mal. Kann ich hier denn einstellen, dass er mir nur Geschäfte anzeigt, die schon repariert sind? Nee, scheinbar nicht. Oder? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich lasse die mal aus kurz und dann schauen wir mal, sind das jetzt die Gebäude, die wir schon repariert haben? Ne, hier zum Beispiel ist noch eine Schmiede. Ne, ich glaube, das hat aber rein gar nichts gebracht, was ich da jetzt gerade eingestellt habe. Da wollte ich gar nicht hin. Nein. Das hat aber, glaube ich, rein gar nichts gebracht, was ich da jetzt eingestellt habe, ne? Ne, überhaupt nicht. Gut, dann machen wir das mal wieder... machen wir das mal wieder rückgängig. Nicht, dass wir uns später wundern, dass da was fehlt. So. Ja, hier ist jedenfalls noch eine Schmiede in dem Eck, oder? Ist die repariert hier? Ich glaube schon. Also da ist auf jeden Fall repariert. Dann schauen wir mal. Hier ist auch alles soweit repaired, glaube ich. Hier sowieso. Aber fahren wir mal hier ein bisschen weiter, ein bisschen raus. Da glaube ich auch soweit. Ja. Was ist das denn hier? Eine Flagge. Ach so. Okay. Da ist auch soweit alles Taco. Ja, ja. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Wir machen erstmal das Randgebiet. Oh nein, mein Gebieter. Da ist ein Arzt unten am Arsch der Welt. Okay. Hier ist, glaube ich, auch alles soweit. Haben wir denn überhaupt noch Geschäfte hier zum Reparieren? Müsste ja eigentlich. Gucken wir hier nochmal. Da ist auch alles soweit in Ordnung. Ja. Ach, da ist noch eins. Guck mal. Da haben wir noch ein Schneiderlein. Okay, dann müssen wir welchen... Zu welchem Dingens hier? Zu dem da. Okay. Und da ist auch noch ein Schneider. Schach und Matt. Okay. Also ganz außen müssen wir hier rein. Adlerauge? Nein. B. Oh. Ich sollte öfters Assassin's Creed spielen. Ich habe schon die Tasten vergessen. So. Da müssen wir hin. Rosa in Fiore. Deshalb trinke ich einfach mal ein Schlückchen. Muss ja auch mal sein, ne? Flüssigkeit ist gut. So. Wie gesagt, wenn es das Schicksal so will, machen wir heute auch ein bisschen länger. Gerne eine halbe Stunde oder sowas. Ist ja die 50. Folge.
Das ist schon nicht schlecht, auch wenn wir schon längst weiter sein könnten, wenn der dicke Tobi mal mehr Folgen raushauen würde. Da seid ihr natürlich mit eurer Ansicht auf der total korrekten Seite. Wo wollt ihr... Ach ja, genau. Mann, so verpeilt kann man doch nicht sein. So. Wo ist das gute Stück? Was ist das hier nochmal gewesen? Nein. Ach, ein Schatz. Naja, okay, auf die Schätze, da wisst ihr ja, ne? Nur wenn wir sie in der Nähe haben. Da ist das gute Stück. Ja, da gehen wir jetzt hin. Ist ein Stückchen, aber wir waren ja schon lange nicht mehr hier in der Innenstadt von Rom. Also nehmen wir den Weg einfach mal auf uns. Ne? Ja, hallo. Was war das hier nochmal? Wo sind wir denn hier nochmal? Wer bist du? Was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Kurtisanenauftrag. Ah ja, okay. Könnte man ja vielleicht ebenfalls auch nochmal machen. Irgendwann. Folge 100 dann. So, darf ich mal passieren, bitte? Herzlichen Dank, die Herrschaften. So, Affetti. So, hier kommt gleich der Schneidermann. Der macht sich an die Uschi ran. Und zwar hier. Ach Gottchen, haben wir noch nicht geschafft, dem Bürger helfen? Nein, nichts nutzt von einem Ehemann. Ja, gleich. Nicht sofort jetzt hier erstmal das Ding reparieren. 1095 kostet das Teil. Passt, wir haben ein bisschen Geld am Start. Das heißt, wir können eigentlich alle Geschäfte reparieren soweit. Wie viele Schneiderchen waren denn das jetzt? Müsste wenn der 8. dann gewesen sein. Und einen haben wir noch. Okay, 8 von 12. Alles klar. Gut. Kaufen möchte ich bei dem jetzt nicht unbedingt was, aber wir können mal hier... Schönen guten Tag. Hallo. Oh, das sind ja schon viele. Alter Schwede. Zack. Ich spiele übrigens wieder mit der Klinge. Weil die göttliche Klinge der Götter, die ist, naja, da kann man nicht kontern und so. Das ist ein bisschen schade. Ja. Oh. Penner. Zack. Und du auch noch. Endlich mal ein bisschen Action hier. Die Menschen müssen begreifen, dass es ein Krieg Bruder. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, diese Borgia Bastardi. Aber ihr seid ein bemerkenswerter Krieger. Könntet ihr mich unterrichten? Also ich jetzt nicht direkt, aber irgendjemand macht das bestimmt. Ich jetzt nicht so. Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. So, wir hatten noch einen Schneider gehabt. Und zwar, wo ist er denn? Wo ist er denn? Können wir Rom überhaupt zu 100% aufbauen? Ich glaube nicht, ne? Weil wir ja die ganzen... Diese Kathedrale hier zum Beispiel, das Pantheon, das wollte ja jemand, dass wir das reparieren. Das machen wir auf jeden Fall auch. Aber wir können zumindest schauen, dass wir die Geschäfte und die Schnellreisepunkte alle hinkriegen. Da ist zum Beispiel noch ein Arzt. Da ist auch noch ein Arzt. Da ist noch ein Kunsthändler, genau. Da ist noch eine Schmiede. Ist die... Schon repariert oder nicht? Ich habe keine Ahnung, aber da ist auf jeden Fall noch ein Zeichner, ein Kunsthändler. Ein bisschen was haben wir schon zu tun. Also die Folge kriegen wir auf jeden Fall gefüllt. Das ist super. Aus dem Weg. Da freue ich mich doch. So. Hallo. Ich bin hier. Irgendwie ruckelt mein Bild hier auf dem Fernseher ein bisschen. Aber am Computer ist alles in Ordnung. Das ist gut. Wenn es bei mir ein bisschen ruckelt, ist das nicht so schlimm. Aber wenn die Aufnahme ruckeln würde, würde es mich ärgern. So. Ich halte gerade so ein bisschen Ausschau nach Gegnern, weil wir sind ein bisschen, wie sagt man hier, ein bisschen, ja, inkognito, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennt. Da hinten ist das Geschäft. Hallo. So. Schneiderlein kaufen natürlich. Oh, da kostet gleich 200 fast mehr. Alter Schwede. Sieht ganz schön rein, du. Sieht ganz schön rein. Ich habe einige feine Waren zu bieten. Dinge, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie braucht. Das ist richtig. Deshalb gehe ich jetzt auch wieder. Ach, weil ich sie nicht brauche. Oh, Moment. Den hätte ich gerne. Weg. Komm. Schnell. Ach, Menno. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Nee, Ezio ist zu langsam. Schade. Oder? Wir konnten gerade ein bisschen Weg gut machen. Komm schon. Mission Vorräte aussprechen. War erfolgreich. Na, super. Puh. Komm.
Ah, doch. Ah, doch, 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 doch. Oh. Wir verstecken den mal gerade hier. Scheiße, der ist gestorben. Nein. Alter. Scheiße. Gut, das tut mir natürlich sehr leid. Für den guten Mann. Die Undertaker-Musik einspielen. War ich keine Absicht, ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen. Ach, das haben wir schon gekauft. Ah, okay. Ich wollte ihn nicht umbringen. Das tut mir leid. Scheiße. Na gut. So. Schauen wir mal weiter. Wir hatten diese beiden Schneiders, hatten wir gehabt. Ich wollte mal schauen, was das Pantheon kostet. Aber das wird wahrscheinlich viel zu teuer sein. Schätze ich einfach mal. Ne, brauchen wir jetzt auch keinen Schnellreisepunkt, da können wir so hinlaufen schnell. Alter, auf mich so zu erschrecken. Boah. Wurde zum Rang des Popolo befördert, rüsten Sie, bla bla. Virga wurde auch befördert. Das ist doch super. Auftragsattentate freigeschaltet. Na geil. Also man kann sich mit... War erfolgreich. Man kann sich mit Assassin's Creed Brotherhood echt eine lange, lange Zeit beschäftigen. Das werden wir hier nicht tun. Wir machen jetzt noch die ganzen Gebäude. Gucken, dass wir vielleicht den ein oder anderen Schauplatz wieder aufbauen. Aber ansonsten hatten wir natürlich noch die Hauptmission, ist klar. Und ansonsten wollte ich dann in Bälde auch schon mit Assassin's Creed Revelations irgendwann mal anfangen. Schon mal ein bisschen im Voraus aufnehmen, ne? Damit, ja, damit die Folgen dann auch regelmäßiger kommen. Nicht so wie jetzt. Ist ja nicht so geil im Moment. 37.000. Ich würde ja schon gerne, ne? Ist schon eine krasse Kathedrale eigentlich. Sollen wir mal Geld abheben gehen und das Ding hier reparieren? Ich weiß ja nicht so genau. Wir gucken erstmal, dass wir die Geschäfte repariert bekommen. Das können wir nachher immer noch machen. Was haben wir denn da noch? Das Ding ist repariert, das Ding ist auch repariert. Ich gucke erstmal da oben, wo wir jetzt gerade stehen. Das ist ja jetzt ein bisschen uneffektiv gerade. Da zum Beispiel ist noch ein Schneiderhändler. Ein Schneiderhändler ist auch sehr gut. Ein Schneider meine ich natürlich. Da ist noch ein Arzt, da oben ist noch ein Schneider. Ja, ich glaube, wir sind im richtigen Eck hier. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Hier oben. Hallo. Ist übrigens Nacht geworden. Finde ich schön. Ich mag es, dass es hier bei Assassin's Creed Brotherhood einen Tag- und Nachtwechsel gibt. Das gab es ja bei den älteren Teilen jetzt nicht so. Also bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel gab es keinen Tag- und Nachtwechsel. Da gab es zwar Nacht, allerdings nur, wenn die Sequenz das vorausgesetzt hat quasi. Lasst mich mal bitte hier durch. Vielen Dank. Oh, Mission eine Kutsche verteidigen ist fehlgeschlagen. Ich glaube, da verlieren wir auch Rekruten, ne? Das ist nicht so geil. So, Kunsthändler renovieren. Vanucci, Tibetto, Alberti, Bondone, Sanzio, Buonarotti. Ja, ja, das sind keine großen Namen. Aber sie sind nicht schlecht. Schaut selbst. Kommt bitte näher. Echte Alfredo di Chiusi gibt es schließlich nicht. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Auflistung, die er uns da gerade gegeben hat, aber ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wo genau Bilder aufgehängt werden. Naja. Mausoleo di Augusto. Aha, das ist noch so ein Schauplatz, den wir da reparieren können. Wo stehen wir denn im Moment? Hier unten. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal das Ding da holen. Wobei, das ist sinnlos. Wir müssen ja sowieso hier nochmal hier runter, glaube ich, dann, ne? Hier ist noch ein Schneider. Und da ist noch ein Arzt. Und da ist noch ein Kunsthändler. Beziehungsweise umgekehrt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier runter. Dann laufen wir wieder hoch, ganz hoch in die Ecke, holen uns den anderen und dann laufen wir nach rechts. Das ist doch gut, oder? Wunderbar. Hui! Ich muss auch mal gucken, ob es nicht irgendwo eine Anzeige gibt. Ich hole aber gerade den Schatz da oben. Ob es nicht irgendwo eine Anzeige gibt, wie viele Sachen wir denn jetzt schon repariert haben von den ganzen einzelnen Geschäften oder von den ganzen einzelnen Gebäuden. Das wäre schon mal ganz interessant. Wo ist der Schatz? Oder war das die Flagge? Naja, auch egal. Hier rüber. Hui! Ah, hier ist wieder so ein Taubending. Da könnten wir jetzt gucken, aber naja, weißt du. Habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Ich habe lieber viel Lust auf das hier. Hui! Oh, ist da unten etwa noch eine Schmiede, die nicht repariert ist? Boah, halt dich fest.
Super. Ach nee, das ist, weil wir oben waren. Okay. Hier hoch. Und dann hier links, bitte. Vielen Dank. Bla 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 bla. Rennen hier mal schnell vorbei. Ich hasse das, wenn die mal labern. Das nervt mit der Zeit. Finde den Mörder. So, hier wollte ich hin. Kunsthändler. Oh, 1332. Cool. Lustige Zahl auf jeden Fall. So, 8 von 10 Kunsthändler renoviert. Super, okay. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich irgendwie eine Schnellreiseverbindung hier finde. Haben wir denn hier irgendwo so ein Ding? Dort wäre eins. Was ist das? Assassinen rekrutieren. Ach so. Nee, will ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf? Da hoch müssen wir irgendwie, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, wir laufen da mal schnell runter zu dem Schnellreisepunkt. Von da aus schauen wir dann einfach mal. Der ist da hinten. So. Entschuldigung. Meister. So, dem helfen wir jetzt mal nicht. Da ist ja letztens ein übler Krieg ausgebrochen. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. So, da hoch müssten wir ja. Nicht verfügbar, Renovierung erforderlich. Ach so. Dann da hoch, bitte. Danke. Im Mondesschein. So, dann haben wir es ja so gut wie, ne? Ich glaube, Schmiede haben wir alle. Wenn mich nicht alles täuscht. Was fehlt denn da noch? Kunsthändler sind wir gerade bei. Ärzte auch und Schneider auch. Gibt es sonst noch was? Bank haben wir, glaube ich, auch schon alle. Stelle haben wir, glaube ich, auch alle. Ich glaube, dann haben wir es fast schon, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder nein? Oder ja? Oder nie? Oder wie? Ich weiß es nicht. Hier war irgendwo ein Arzt. Hier war irgendwo ein Arzt. Hier ist er. Da ist er. Ich dachte schon, ich habe mich verguckt. Ich möchte aber vorher noch mal ganz kurz hier auf die Bank gehen. Und die Monetos abholen. Kann man auch mal schnell machen. Die Banken haben ja auch nachts geöffnet. Das finde ich sehr praktisch. Gelb abheben. So, 54.000 haben wir jetzt. Wunderbärchen. So. Guten Tag, die Herrschaften. Ja. Labarababa. Geht's hier lang? Natürlich nicht. Wo geht's denn hier weiter? Hallo? Nehmen wir einfach den Weg. Ich glaube, das ist am einfachsten. Was für ein Ding? Hab dich leider nicht verstanden. So, hier irgendwo. Unten. Aus dem Weg, bitte. Ich möchte kein Lied von dir gesungen haben. Dankeschön. So, hier ist der Arzt. So. Arztpraxis 960. War das jetzt die letzte? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch eine. 16.000 ist ja richtig gut, ey. Das ist richtig gut. Die frischesten, kräftigsten Ringelwürmer warten darauf, euch von allen Leiden zu... Okay, Ärzte haben wir scheinbar noch ein bisschen was. Noch 5 Stück. Alter Verwalter. Das ist ja schon nicht schlecht, ne? So, dann holen wir uns den Schnellreisepunkt hier. Hier haben wir aber soweit alles, ne? Ja, hier ist alles, repaired, sozusagen. Schnellreisepunkte. Ja, ich gehe hier lang. Wo sind die Schmiede hier? Muss die auch noch repariert werden? Ich glaube. Ich guck lieber zur Sicherheit mal. Bevor es am Ende dann, ne? Und so. Nee, ist repariert. Okay. Sah nur so aus. Weil die wahrscheinlich hinter dem anderen Logo verschwinden. So ein bisschen transpiriert wurde. Oh Mann. Hier geht's lang. So, da vorne ist die Schnellreisestation. Die reparieren wir auch. Ich glaube, da fehlen uns auch nur noch 2 Stück, ne? Weil ich mich erinnern kann. So. 16.500. Das ist doch wunderbar. Wie viel haben wir? Ach, wir haben alle. Ach, cool. Das ist ja der Hammer. Da freue ich mich aber. Hä? Aktueller Standort. Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte gucken vorher. Moment. Erstmal hier. Das Mäppchen da. Okay.
Das haben wir auch. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal schauen. Da den Schneider haben wir. Da das Ärztehäuschen. Das ist natürlich zum Laufen. Ist es schon ein ganz schönes Stückchen. Wir könnten uns natürlich auch erstmal... Wir hatten auch noch eine Stelle gehabt, wo wir sau viel noch reparieren müssen, oder? Wo war denn das zur Hölle? Ah, hier. Hier ist das. Da haben wir noch einen Schneider und eine Schmiede hier und... Da haben wir noch... Ja, wir müssen irgendwie hier an diese Stelle kommen. Dann laufen wir da eben schnell hin. Komm. Dann liegt das nächste Stückchen auch gleich auf dem Weg. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Hallo. Und... Wir müssen auch nicht alles... Ach, wie geil der Himmel aussieht. Geh doch aus dem Weg. Sollen wir diesen Vorfall einfach vergessen? Ist besser für dich, ja. 21.000. Marcelo de Augusto. Nee. Ach komm, scheiß drauf, Alter. Komm, mach. Sehr schön. Wir haben das Ding jetzt erworben, aber nicht renoviert, ne? Kann man da irgendwas machen vielleicht? Ist das vielleicht irgendwie so eine mysteriöse Grabstätte, wo es irgendwelche Schätze gibt, die man sammeln kann? Weil im Grunde genommen hatten wir jetzt gar nichts davon, dass wir das Ding gekauft haben, ne? Scheiße. Ich habe einen Schatz gehört. Hier muss es irgendwas geben. Die Frage ist nur, wo? Das ist bestimmt nur so eine scheiß Flagge, die kein Mensch braucht. Ich kletter da jetzt nicht hoch. Hier klimpert es irgendwo, aber... Ist da noch ein Kunsthändler, der nicht repariert ist? Nee, der ist repariert. Okay, jetzt aber mal hier keine Müdigkeit vortäuschen. Wir gehen jetzt mal schnell weiter. So, aus dem Weg, die Herren. Jetzt gibt's auch für Fresse. Ach komm, da können wir einen Brief abreißen. Da sind wir ein bisschen anonymer. Zack. Sehr schön. So. Gehen wir mal hier runter dann, würde ich sagen. Und dann hier mal rechts. Kann man das Ding ja auch kaufen? Das sieht auch geil aus. Boah, das ruckelt gerade auf meinem Bildschirm hier. Das gibt's doch gar nicht. Was ist da los? Hey, was ist da los? Guten Tag, die Herren. So, ich glaube, das ist das Anfangsgebiet hier. Ich glaube schon. Uah, was ist das denn? Aua. Hallo. Was für ein alberner Mann. Willst du denn? Was macht er? Feuerspucken. Mach mal Platz hier. Halt, da war das Geschäft. Geh doch mal weg. Spaten. Oh, vorsichtig. Fest so. Blitzmerker. So, das war der nächste Arzt. Kommt, Freunde. Here to go. Teil eines gesunden und balancierten... So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen eigentlich... Einfach nur hier dieser Straße folgen. Und dann dürfen wir zu den nächsten Gebäuden kommen, die wir reparieren müssen. Hallo, die Herrschaften. Was auch immer sie da veranstalten, ich möchte bitte durch. So, hier oben müsste dann nach Adam Riese der nächste Kunsthändler sein. Und ich glaube auch schon der letzte. Schneider, nicht Kunsthändler. Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Nee, war nicht der Letzte. Aber der fast Letzte. Oh, guck mal, hier ein Dieb. How deep is your love? Wieso hat er da einfach nur so gestanden? Hä? Sieht los? Congratulations, you are retarded. So. Da ist noch eine Schmiede, aber ich glaube... Halt, warte mal, was war das gerade? Stand da nicht gerade, wie viel wir repariert haben? ...16 von 17. Ach, das steht da oben. Ah, okay. Das ist natürlich interessant. Schneider brauchen wir noch 12. Ärzte haben wir jetzt alle, oder was? Hä? Ja, Ärzte haben wir scheinbar alle. Da fehlen noch 2. Hm, naja. Haben wir schon alle Ärzte jetzt? Wir hatten doch jetzt eben noch 4 Stück, oder nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Was will er? Gut, der will leben, den lassen wir mal leben. Leben und leben lassen, meine Damen und Herren. Mach doch Platz hier, komm. Lass mich mal hier durch. Vielen Dank.
Wieso ploppen die Leute hier eigentlich die ganze Zeit auf? Irgendwas stimmt da mit der Framerate heute nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wo ist denn das scheiß Geschäft? Ah, hier. So. Was willst du tun? Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Töpfe, Pfannen, Kessel und... Ja, wunderbar. Freut mich für dich. Wir haben alle Schmieden repariert. Ich freue mich. Da ist zum Beispiel auch noch ein Arzt. Ach, jetzt wird's angezeigt. Okay, bei den Reparierten wird's nicht angezeigt. Nur bei denen, die wir noch nicht repariert haben. Okay. Du weißt es aber. Machen wir die drei Gebäude da unten noch. Und dann würde ich sagen, reicht das dann auch, glaube ich. So spannend ist das jetzt auch wieder nicht. Ich muss hier mal kurz durch, mein Freund. So spannend ist das jetzt auch wieder nicht, hier zuzugucken. Die anderen, wenn wir dann auch irgendwelche fehlen sollten, wo will ich eigentlich hin? Ach, wir müssen wieder da hoch. Ich hasse diese scheiß Berge hier. Ich glaube, da ist es fast schon einfacher, wenn ich wieder zurücklaufe, oder? Ja, ich glaube schon. Die restlichen Gebäude, falls noch welche fehlen sollten, wovon auszugehen ist, ich glaube, die Ärzte und das Ärztehaus und sowas, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Was wir aber gleich noch machen werden, ist das Pantheon. Das habe ich euch ja versprochen, das machen wir auf jeden Fall. Das holen wir uns auf jeden Fall gleich noch. Jetzt gehen wir aber erstmal... Oh, mach doch mal Platz, bitte. Herrschaften. Was willst du überhaupt von mir? Hau ab. Haben wir hier irgendwie Rauchgranaten oder sowas? Giftpfeile? Nee, leider nicht. Schade. Okay. Oh, hier ist ein Arzt. Guck mal. Wer versucht da gerade zu uns zu sprechen? Irgendwelche Außerirdischen? Holt euch meinen Sud aus gemahlenen Mund. Huch. Nein, ich will nicht handeln. Geh weg. So. Da ist noch ein Schneider, danach kommt noch ein Kunsthändler und dann war noch irgendein Gebäude, was wir gerade hatten, ne? Der Schneider ist auf der anderen Seite. Hier. So. Oh, da ist gerade das nächste Dings aufgegangen, glaube ich, ne? Das nächste Grab, das nächste Romulus-Grab habe ich doch gerade blinken sehen. Wo ist es? Hä? Bin ich blöd oder was? Ich habe gerade Romulus-Grab gesehen, was ist los? Diebesauftrag. Ach, gibt's auch. Ach, cool. Hm. Naja, keine Ahnung. Ach so, halt, nochmal hin, kurz auf die Karte. Hier war das nächste Ding, genau. So. Ich habe ein paar Och man, hau ab bitte. Geh weg. Hau ab. So. Schneider. Seht ihr da unten rechts auf der Karte? Das ist doch das Grab, oder nicht? Ich nutze nur feinste Wolle. Ja. Dieses ganze Gelaber immer. Das nervt ein bisschen. So, ist das hier... Das muss doch hier irgendwo sein dann. Ich habe keine Ahnung. Werden wir uns in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Aber nicht jetzt. Haben wir hier irgendwo einen Schnellreisepunkt von hier aus? Ich glaube auch nicht, ne? Na doch, hier hinten. Nehmen wir den. Oder ist das ein Berg hier? Nee, lieber nicht. Ich würde nämlich gerne nochmal zum Pantheon reisen. Aber zu Fuß ist das jetzt schon doch ein Stück, ne? Naja, wir labern nicht lange. Sondern beeilen uns lieber. Das ist dann wohl einfacher, glaube ich. So. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns dafür ein Pferdchen. Ach, guck mal, da steht doch eins. Nehmen wir das. Das ist, glaube ich, sogar unseres, ne? Rabatt bei Schneider. So. Auf geht's. Wir reparieren das Pantheon. Wir können das gar nicht reparieren, sehe ich gerade. Super. Das ist ja super. Dann reiten wir mal ganz kurz zu einem Schnellreisepunkt. Wo ist denn hier mal einer? Nehmen wir doch den da hinten. Und dann würde ich mal sagen, wir reisen per Schnellreise. Da ist das Romulus-Grab. Das ist ja perfekt. Wie reisen wir da jetzt hin schnell am besten?
dass wir da das nächste Mal dann auch stehen. Warte mal, dann reisen wir mal hier hin. Nee, das ist zu weit. Alter. Okay, gehen wir doch nochmal kurz hier ans Pantheon. Dann gehen wir nicht an den Schnellreisepunkt. Und dann reisen wir einfach nach außerhalb und ich lasse das Spiel einfach ein bisschen stehen. Dann machen wir das Romulus-Grab und dann holen wir uns das Pantheon in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Das machen wir noch. Wo bin ich hier hingeraten? Ich bin hier weg. Das machen wir auf jeden Fall noch. Dann müssen wir hier lang, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Hilfe! Wo bin ich hier? So, jetzt. Wo müssen wir denn lang? Dass wir wieder in die Stadt kommen. Hier hoch, oder? I think so. Ja. Entschuldigung. So, aus dem Weg bitte. Hier regiere ich. Und dann, wie gesagt, wir machen in der nächsten Folge dann das Romulus-Grab. So, aus dem Weg. So. Rennt der mit Typ mir gerade hinterher? Was willst du denn? Bist du mir jetzt tatsächlich hinterhergerannt, du Typ, oder was? Spaten, ne? Will er denn? Was zum Teufel soll das? Finde das nicht gut. So, hoch da. Die private Galerie der Öffentlichkeit? Was? Sinnlos? So, ist... Ne, ich dachte gerade schon, unten ist noch ein Schneider, aber das ist ja wieder nur, weil ich jetzt hier oben bin und das ist halt so. So, kommen wir hier so runter, einfach so. Nicht so wirklich, aber es hat geklappt. So, was kostet das Ding nochmal? Dem Bürger helfen? Nee, jetzt nicht. 37, wir haben 23. Okay, da reicht das Geld dann wohl leider nicht für. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, an die Schnellreisestation hier. Ja, ja. Macht ihr mal. Ich hau hier ab. So. Wo war das blöde Romulus-Grab jetzt? Ich gehe einfach mal hier hin. Ich hoffe jetzt, das ist richtig. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube einfach mal, oder? Dann können wir gleich nochmal gucken, was wir abschließend jetzt alles geschafft haben, was wir noch holen müssen. Ich glaube, drei Ärzte oder zwei und ein paar Zerquetschte. Nee. Wir gleich nochmal gucken dann. Ich weiß es nämlich nicht so genau. So. Bin ich jetzt überhaupt richtig geritten? Geritten, sag ich schon. Gedingst hier? Nee, natürlich nicht. Ich bin viel zu weit hier hinten, aber wir gucken trotzdem nochmal kurz. 17 von 17 Schmieden renoviert. 8 von 9 Pferdeställen. Okay, wir brauchen noch einen Pferdestall irgendwo. Das fehlt uns auf jeden Fall noch. Da ist noch ein Arzt. Da ist noch so ein Dingens, so ein Wahrzeichen. Da ist noch ein Arzt. Da ist auch noch ein Arzt. Also drei Ärzte auf jeden Fall noch. Da ist noch ein Stall, aber noch einen Stall finde ich jetzt hier nicht so. Gut, schauen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Da ist noch ein Schneider. Ist das der letzte? Letzter Schneider, Kunsthändler und da ist der letzte Schneider. Okay. Alles klar, alles klar. Was ist das denn hier für ein geiles... Ach, das ist das Kolosseum. Genau, das wollen wir ja auch noch holen. Alter Schwede, das wird teuer. So, jetzt reise ich aber trotzdem nochmal zur richtigen Station. Dass wir das auch haben. Und uns nicht nächstes Mal... Dass ich da auch nächstes Mal dran denke, dass wir das Romulus-Grab machen wollten. So, das war... Nein. Nein, nein. Ja, da wollen wir hin. Was? Diokletians Thermen. Keine Ahnung. Ich kann kein Italienisch aussprechen. Ich kann es einfach nicht. Vielleicht ist das aber auch gar kein Italienisch, sondern irgendein Fachbegriff gewesen. Das kann auch sein. Weil Fachbegriffe Mexikanisch, Spanisch und Italienisch, also absolut nichts für mich. Ach ja, Französisch auch nicht. Das, aber Englisch kann ich dafür ganz gut. Ja. Was könnt ihr denn so für Fremdsprachen? Oder vielleicht könnt ihr ja gar keine Fremdsprache, vielleicht kommt ihr ja auch aus irgendeinem dieser Lande und könnt deshalb die Sprache. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, das war Folge 50 mit jeder Menge Reparaturen und Umbauten und was weiß ich nicht, alles viel Geld ausgegeben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.